Der legendäre Verein Alemannia Aachen spielt auf dem legendären Tivoli. Und genau den bauen wir aus im Jahr 2029, sodass er jetzt so hier aussieht. Und damit Servus oder so und willkommen zum großen dramatischen Saisonfinale in der Aachen-Karriere, in dem sich entscheidet, ob wir zum nächsten HSV werden und für immer in der zweiten Liga feststecken. Das finde ich natürlich auf keinen Fall, deshalb braucht es heute Siege, Siege, Siege gegen Paderborn, Schalke, Dresden, Magdeburg, Hannover und Jahn Regensburg. Ihr habt vor allem für Schalke und Hannover gestimmt, das heißt, gegen die werde ich auf alle Fälle selbst zocken. Gegen unseren ersten Gegner Paderborn hingegen werde ich normal simulieren, aber natürlich mit der Option, dass ich da jederzeit eingreifen kann. Und deshalb müssen wir jetzt auch noch schnell über die Wetterbedingungen sprechen, beziehungsweise Wettereffekte. Unter der letzten Folge meintet ihr jetzt wieder, dass ich die ausschalten soll, weil es da aber immer unterschiedliche Meinungen gibt. An, aus, mache ich jetzt einfach eine Abstimmung, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr jetzt ein für alle Mal entscheiden, zocke ich mit Wettereffekten oder ohne. Und damit jetzt aber rein. Es gibt kein Zurück mehr. Paderborn gegen Aachen. Und falls wir gewinnen sollten, erobern wir immerhin schon mal den zweiten Tabellenplatz. Und der wird mir auch ehrlich gesagt ausreichen. Hauptsache, wir steigen direkt auf. Der Pass von Top kommt nicht an. Ganz wichtig ist natürlich auch euer Support für die entsprechende Performance. Deshalb haut gerne einen Daumen rein aufs Video. Jonen hat den. Also bis jetzt geht's hier hin und her, auch wenn die Statistik eher für Paderborn spricht. Unsere erste große Chance landet leider auch nicht im Netz. Jonen hält hier einen Ball nach dem anderen. Und jetzt, wo wir schon mal über Jonen sprechen, dann kann ich ja auch kurz sagen, dass ich den eigentlich auf keinen verkaufen möchte. Und eigentlich soll er auch Stammtorhüter bleiben. Auch für die erste Liga. Das ist wirklich so die letzte Position, auf der ich upgraden möchte. Komm es! 42. Minute, let's go! Ganz, ganz wichtiges Tor. Ich spreche über den Jonen-Ersatz, weil es da auch einen Kommentar von euch zu gab. Und ich verstehe das auch, wenn man sich die Mannschaft so anschaut. Torhüter, wichtige Position, nicht so stark besetzt. Logisch, dann kauft man einen neuen Keeper. Gleichzeitig ist Jonen halt der letzte Spieler aus der Startelf, der von Beginn an dabei ist. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt zurück mit vollem Fokus auf dieses Duell mit Paderborn. Das Gute ist natürlich, wir schauen nur zu. Und deshalb ist es nicht so schlimm, wenn ich über irgendwas anderes rede. Schon langsam muss ich jetzt dann aber schon auch mal über Auswechslungen nachdenken. Und die müssen natürlich auch stimmen. Kommen wir zum Abschluss. Nee, Ball wird geklärt. Wir haben ihn aber direkt zurück. Das Gegenpressing ist funktioniert. Keke Top zurück. Nochmal Keke Top. Das zweite Tor wäre halt so wichtig. Und natürlich dürfen wir hinten auch keins kriegen. Deshalb werde ich Utkus auch nicht auswechseln. Selbst wenn er nicht mehr so mega fit ist. Ein paar Minuten hat er noch drin. Und ansonsten passt eigentlich noch alles. Und es läuft ja auch ganz gut, wir sind nicht verpflichtet auszuwechseln. Das war abseits 20 Minuten noch. Und gleich sind es nur noch 10. Ich habe jetzt auch die ersten Einwechslungen eingestellt. Die Frage ist halt, gibt es überhaupt noch eine Unterbrechung in dieser Partie? Ja, die gibt es. In der 85. nach einem Schuss von uns. Jetzt sind Itter, Elhankuri, Kovacevic und Guttau im Spiel. Und wir haben den Ball bei noch 2 Minuten zu gehen. Jetzt hat Paderborn ihn zurück. Aber der Schiri müsste hier jeden Moment abpfeifen. Let's go. Auch extrem wichtige 3 Punkte. Wenn man sich die Schüsse anschaut, ist es auch verdient. Ballbesitz war jetzt nicht so stark. Aber der bringt dir am Ende halt auch nichts. Und so stehen wir jetzt schon mal auf dem zweiten Tabellenplatz. Punktgleich mit Holstein Kiel, wobei die noch eine Partie weniger haben. So, und jetzt wie angekündigt, können wir noch mal kurz über die Torhüterposition sprechen und damit auch ganz allgemein über Transfers für die nächste Saison, in die wir heute auch auf alle Fälle noch reinstarten werden. Ganz egal, ob das dann zweite Liga noch mal oder hoffentlich erste Liga ist. Und deshalb müssen wir da auch jetzt schon so ein bisschen drüber nachdenken. Und wie gesagt, zur Torhüter-Position, die werde ich wirklich als letztes upgraden, wenn uns nichts anderes gefühlt mehr übrig bleibt. Weil zumindest eine Saison in der ersten Bundesliga mit Jonen im Tor möchte ich schon sehen. Und dann kaufen wir stattdessen halt mal wieder einen neuen Innenverteidiger oder einen neuen Spieler für die Schiene. Und vor allem für Letzteres habt ihr auch echt mal wieder brauchbare Vorschläge geliefert. Auch wenn das eigentlich Spieler für eine Viererkette sein sollen. Aber gerade so ein Tom Rothe spielt ja bei Union Berlin auch auf der Schiene. Der Jasic kann rechtes Mittelfeld spielen. Kostinja ist von Haus aus ein RM. Ja, und ein Keeper-Vorschlag gab es auch noch. Konstantinos Zolakis. Wir haben noch ein paar andere sehr, sehr interessante Keeper auf der Wunschliste. Was ist denn mit diesem Simon Müller passiert? Der hat eine 96. Aber er möchte seine gesamte Karriere beim derzeitigen Verein verbringen und ist nicht zu einem Wechsel bereit. Aber gut, den könnten wir uns sowieso nicht
niemals leisten. Die anderen Spieler sind jetzt alle auch gar kein so krasses Upgrade. Klar, Zolakis ist noch nicht gescoutet. Und Julius Schumacher wäre halt krass. Aber dafür müssen wir auf alle Fälle erste Liga spielen. Der kostet 46 Millionen Euro. Und ich schätze auch, Freiburg gibt den nicht so leicht her. Das heißt, wir müssen dann irgendwie 60 oder so hinlegen. Von solchen Summen sind wir aktuell halt noch weit entfernt. Und damit jetzt aber auch wieder zurück ins große Saisonfinale. Wir treffen auf einen Verein, von dem man ja eigentlich erwarten würde, dass sie weiter oben stehen in der Tabelle. Schalke 04, aber die sind tatsächlich nur Sechster und haben fast gar keine Chance mehr aufzusteigen in dieser Saison. Trotzdem habe ich so ein bisschen Schiss vor Schalke, denn bis jetzt in dieser Karriere sahen wir nie gut aus gegen die. Haben eigentlich immer auf den Sack bekommen, aber das muss jetzt dieses Mal anders werden, denn wir können uns keine Ausrutscher mehr erlauben. Juric geht da vorbei, Juric dringt ein in den 16er, sieht im Rückraum Keke Top, der zieht nochmal in die Mitte rein. Und schießt ihn an den Pfosten. Ich habe den Ball schon sowas von drin gesehen. Aber dann muss es eben jetzt klappen. Platz für Juric, aber den verzieht er komplett. Halbe Stunde ist durch. Und man merkt, das wird hier auf keinen Fall einfach. Vor allem dieses erste Tor. Kretzig mit der Flanke. Viel Platz hinten. Aber Gomez köpft den vorbei. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ sehen soll. Denn wir lassen schon echt viel liegen. Gleichzeitig muss man sich solche Chancen natürlich auch erstmal rausspielen. Knudsen wird geblockt. Nee, Knudsen heißt er natürlich. Und jetzt Schalke mit dem Konter. Schalke mit dem Konter. Lass mir knapp vorbei. Auch den, sage ich ehrlich, habe ich drin gesehen. Komm Knudsen, pass den zu Keke Top. Der wird geblockt, ist er noch drin in der Szene. Sandra spielt zu Kretzig. Nächste Flanke, wieder Platz auf dem zweiten Pfosten. Ich nehme den an, spiel ihn zu Keke Top. Wir bringen den Abschluss nicht durch, wir werden jedes Mal geblockt. Das steht nach 45 Minuten, also 0 zu 0. Die gute Nachricht, wir haben noch weitere 45 Minuten, um hier einen Treffer mal zumindest zu erzielen. Das kann doch nicht so schwer sein. 20 Minuten noch. Das Problem ist halt wie immer, wenn Schalke dann erstmal tief steht, dann ist es so dermaßen schwer, da irgendwie zum Abschluss zu kommen. Und wenn es mal klappt, dann wird der Schuss einfach immer abgeblockt. Jetzt mal einer der seltenen Momente, in dem sich Schalke im Angriff befindet. Lass mir viel zu viel Platz, Junen, du Gott. Rettet uns da zum Glück noch irgendwie den Hintern. Was ist das für ein idiotischer Ballverlust? Zum Glück schießt er gleich. Niederlage wäre natürlich der Super-GAU. Der läuft hier alles auf 0 zu 0 hinaus. Wir wechseln zumindest mal doppelt aus. Aber das muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Wir haben jetzt nicht so extrem viel Qualität auf der Bank sitzen, dass ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt wechseln, um irgendwas besser zu machen. Gefühlt kann es mit Auswechslungen immer nur schlechter werden. Jetzt ist mal Platz hinter der Kette. Aber wie immer geht der Schuss nicht durch. Jetzt dran. Deshalb gibt es jetzt nochmal Freistoß für Schalke. Die haben den Ball. Heiliges Blechle. Ist es schwer, gegen den ultimativen Computer Tore zu schießen. Das ist so crazy teilweise. Okay, aber jetzt haben wir den Ball nochmal. Jetzt haben wir den Ball nochmal. Der Steilpass ist nicht schlecht. Ich versuch's einfach. Aber was ist das denn bitte? Ich weiß, der Winkel war spitz. Der wäre wahrscheinlich sowieso nicht reingegangen. Aber ich dachte, vielleicht kriegen wir dann wenigstens noch eine Ecke oder irgendwas. Nee, es fällt kein einziges Tor. Wir hatten immerhin 1,2 erwartete Tore, aber ich habe es auch im Laufe des Spiels gesagt. Wir haben einfach viel zu viel liegen lassen. Und jetzt sind wir halt wieder davon abhängig, wie unsere Kontrahenten gespielt haben. Hätte Edgaras Utkus in der Hinsicht mehr tun müssen? Ich weiß jetzt nicht so recht. Der ist der Abwehrchef. Wir haben zu 0 gespielt. Da bin ich eigentlich zufrieden. Keke Top dagegen. Den kann man mal ein bisschen bremsen. Wir hätten unsere Chancen besser nutzen müssen, genau. Fofana dagegen wieder. Wird einfach nur motiviert. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel, habe ich ja auch gesagt, gegen Dresden. Zum Glück sind wir da mit sehr großer Wahrscheinlichkeit immer noch Zweiter, weil Hannover kann uns eigentlich gar nicht überholen, außer die gewinnen jetzt 6 zu 0. Gleichzeitig kann Kiel aber halt komplett wegziehen und das wäre jetzt auch nicht so nice. Boah, jetzt bin ich am Überlegen, ob ich Kovacevic wieder in die Mannschaft integriere, weil eigentlich ist er ja gut genug dafür. Dann sitzt Knudsen erstmal wieder auf der Bank, aber der wird ja in jedem Fall eingewechselt gegen Dresden. Wir schauen einfach mal, wie gut es klappt. Jetzt wieder mit Sandra und Kovacevic im zentralen Mittelfeld. Und wir bekommen das auch super gut mit, denn den 31. Spieltag genießen wir in der Taktikansicht. Aber natürlich nicht so, weil dann wird ja alles vom Trainer verdeckt, sondern so hier mit dieser Perspektive. Und dann schauen wir mal, ob unsere Jungs es ohne mich schaffen, zumindest mal ein Tor zu erzielen. Weil gegen Schalke hat es ja 0,0 geklappt. Bis hierhin sind wir aber eigentlich nur mit Verteidigen beschäftigt.
kriegen da alles in letzter Sekunde noch gestoppt. Juric bekommt den auch gestoppt. Irgendwie so gerade noch. Nach einem Steilpass von Sandra. Sandra legt den quer. Olinio hat nicht genug Platz, um da abzuziehen. Also geht's raus auf Gomez. Aber es ist halt mal wieder diese Situation. Der Gegner steht tief. Und dann gibt es da einfach keine Lücken. Es könnte höchstens mal mit einem Distanzschuss klappen. Oder mit einem Standard. Jetzt Keke Top holt einen Freistoß raus. Und wir wissen alle, wenn jemand die reinballern kann, dann Olinio. Pohlmann ins Tor! Let's go! Wie geil ist dieser Typ, bitte? Das ist echt so nice mit seinen Standards, dass wir da so einen Freistoßgott im Team haben. Der knallt das Ding da wunderbar über die Mauer an die Unterkante der Latte. Und das heißt, wir führen mit 1-0. Das Ergebnis würde ich natürlich sofort unterschreiben. Jetzt müssen wir aber wieder aufpassen. Als ob der den von da reinknallt. Wenn er ihn querlegt, okay, weil da war ja noch ein Mitspieler dabei. Aber so, ganz ehrlich, Jonen muss den halten. 4 Minuten gerade mal hatte unsere Führung Bestand. Da müssen wir eben selbst noch mal treffen. Juric, 2-1. Was sind das für crazy 10 Minuten jetzt hier? Beziehungsweise waren es ja nicht mal 10. Jetzt, glaube ich, habe ich auf irgendwas fokussiert. Wie kann ich das wieder umstellen? So, jetzt 38. Minute läuft. Und rechts draußen ist Platz. Rechts draußen ist viel Platz, aber ich glaube, der Pass kam zu spät. Ja, leider, den muss er direkt spielen, wenn dann. Und dann wäre Gomez durch gewesen. Es stände hier vermutlich 3-1. Aber vielleicht bekommen wir das ja auch so noch vor der Pause hin. Gomez, behält er die Kugel? Ja, er behält sie, wird nicht gefoult. Es gibt die Ecke. Das müsste die letzte Szene in der ersten Halbzeit sein. Keke Top, komm, schieß ihn rein. Nein, wo schießt er den denn hin? Vielleicht kann man es so begründen, Kuss ist Abwehrspieler, die nächste Ecke gibt es gar nicht. Wenn der Schiri pfeift ab, ist aber auch richtig, wir waren schon so weit drüber. Aber ihr merkt, zumindest mal offensiv läuft es jetzt. Ich bin da möglicherweise auch einfach so ein bisschen der Bremsklotz, wobei Schalke halt auch defensiv brutal war, muss man einfach sagen. War das abseits von Keke Top? Es war abseits, schon wieder abseits. Dieses dritte Tor wäre halt so wichtig, weil ich bin mir sicher, dass Dynamo Dresden hier zumindest noch einmal treffen wird. Dafür lässt unsere Dreierkette einfach zu viel Platz hinten. Kovacevic trägt den Ball nach vorne mit seinem komischen Laufstil und Gomez spielt da einen unnötigen Fehlpass. Aber daraus ergibt sich eine Kontersituation. Oben wäre so crazy viel Platz, aber auch so muss das jetzt zu einem Tor führen. Schöne Flanke, Ping-Pong! 3-1, wieder ist es Juric, wobei das auch sehr schön rausgearbeitet war von Gomez, der da abgeht über die rechte Seite, eine traumhafte Flanke in die Mitte bringt. Und jetzt riecht es hier wirklich nach 3 Punkten. Außer natürlich, Dresden trifft jetzt gleich wieder. Die bekommen viel Platz im 16, aber Knusen, der eingewechselte Mann, geht dazwischen. Und jetzt haben wir eine traumhafte Kontersituation. Olinho bleibt da schön rechts draußen, könnte eine ähnliche Flanke schlagen wie vorhin. Gomez versucht das. Ja, aber aus der Situation ist dann doch sehr, sehr schwierig für Juric nochmal per Kopf zu treffen. Also das kann man besser ausspielen. Ich bin halt jetzt insgesamt ein bisschen ruhiger, weil wir mit 2 Toren vorne liegen. Und aktuell sieht es nicht mal so aus, als könnte Dresden hier überhaupt noch einmal treffen. Wir haben den Ball, 15 Minuten noch. Olinho spielt den schön rein zu Gomez. Wir haben Zeit, Jungs. Stresst euch nicht. Passt euch da gerne ein bisschen den Ball zu. Kovacevic mit dem schönen Pass. Wenn es kein Abseits war, war es nicht. Juric spielt auch nochmal nach hinten, könnte da schon abziehen. Jetzt ist es Kovacevic. Gomez nimmt nicht den Nachschuss und spielt dann wieder nach hinten, dass Kovacevic nochmal schießen kann. Also scheinbar wollen jetzt alle, dass der ein Tor schießt. Also das wäre auch einfacher gegangen. Juric versucht es auch von so weit hinten, obwohl er durchlaufen könnte. Zum Glück haben wir schon 3 Tore. Die reichen für einen wunderschönen Auswärtssieg, der uns hoffentlich in der Tabelle nach oben befördert. Also so weit hoch, wie es halt geht. Hannover hat Nürnberg geschlagen und wir sind weiter gerade. 63 Punkte. Kiel hat auch 63. Aber mal wieder ein Spiel weniger. Wie schön wäre das gewesen, wenn Hannover nicht gewonnen hätte. Da könnten wir uns jetzt schon einen Ausrutscher erlauben. Auch so eine Niederlage theoretisch ist drin. Bei noch 3 übrigen Spielen ist aber natürlich 0,0 der Plan. Wir wollen weiterhin jedes Spiel gewinnen. Auch gegen Magdeburg, die halt letzter wurden in der Abstimmung. Und deshalb ist das jetzt die eine Partie heute, die ich schnell simulieren werde. In der sich aber halt auch schon so extrem viel entscheiden könnte. 1-1, ein Unentschieden. Oh.
Oh, das ist so unnötig, Mann. Aber gleichzeitig auch so crazy spannend. Wir sind Zweiter. Kiel ist 3 Punkte vor uns, haben jetzt gleich viele Spiele. Hannover ist 4 Punkte hinter uns. Das heißt, die können uns nicht aufholen, selbst wenn die ihr nächstes Spiel gewinnen. Was die noch nicht gezockt haben, wo ist das? Hä, gegen wen spielt Hannover? Ah, hier sieht man es. Gegen Fürth am 28. April. Fürth ist 12. Für die geht es eigentlich um gar nichts mehr. Ich hoffe, dass die sich trotzdem anstrengen, um zumindest nicht zu verlieren gegen Hannover. Boah, das wird jetzt so ein wichtiges Spiel. Hannover hat tatsächlich nur unentschieden gespielt. 1:1 gegen Greuther Fürth. Aber das heißt, jetzt ist Heidenheim hinter uns. Deren Torverhältnis ist halt nur um 3 Tore schlechter. Heißt, die Niederlage von uns, ein Sieg von Heidenheim, dann sind die vermutlich trotzdem vor uns. Dennoch, das muss jetzt unbedingt klappen. Es sind noch 2 Spiele übrig. Wir sind auf dem 2. Platz, haben 3 Punkte Vorsprung auf den 3. Wenn wir das jetzt noch herschenken, dann kann man den Verein definitiv umbenennen. In Aachener Sportverein oder so. Knusen will jetzt unbedingt spielen. Da kann man schon drüber nachdenken, dass der gegen Hannover 96 in die Startelf rückt. Ist ja sowieso der defensiv stärkste von unseren zentralen Mittelfeldspielern. Und gegen so einen Top-Gegner kann das dann eigentlich nicht schaden. Ist ja die Frage, wen ich daneben spiele. Ich tendiere jetzt schon eher zu Kovacevic aktuell. Vor allem, weil ich natürlich auch nicht will, dass der zu wenig Spielzeit bekommt, da am Ende sein Potenzial kaputt geht. Das ist einer der talentiertesten Spieler bei uns. Und er hat auch die höchste Gesamtstärke. Ja komm, dann gehen wir das so hier an. Knusen und Kovacevic sollen's richten. Aber läuft es jetzt endlich mal wieder besser mit mir am Controller? Das ist die Frage. Oder kriege ich es wieder nicht hin, auch nur ein einziges Tor zu schießen? Was ich als halbwegs positiv sehe, ist, dass wir auswärts spielen. Also in Hannover. Und deshalb hoffe ich, dass die auch einigermaßen offensiv agieren, damit es Platz hinter der Kette gibt, in dem wir reinspielen können. Weil wenn die sich jetzt wieder einfach nur komplett hinten einbunkern, dann weiß ich nicht, ob das so giga erfolgreich wird. Aber mal schauen. Oberste Prämisse ist ja auf alle Fälle einfach nur nicht verlieren. Das ist wirklich das Wichtigste. Wenn wir unentschieden spielen, dann muss Heidenheim auch erstmal gewinnen. Wir sind trotzdem noch vor denen. Aber auch für ein Unentschieden braucht man Tore. Bekommt Kretzig den noch? Nein. Aber die gute Nachricht ist schon mal, Hannover steht nicht so gigantisch. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Die wollen hier das Spiel machen, was natürlich aber gleichzeitig auch dafür sorgt, dass sie offensiv ein bisschen gefährlicher sind. Die hatten auch schon einen gefährlichen Abschluss, jetzt aber der Ballverlust. Ansonsten gibt es vor allem nur Ballbesitz von Hannover. Das muss ein Tor sein. Das gibt es nicht. Wir sind verflucht. Nächste Balleroberung. Top hat aber auch einfach einen Schritt zu viel gemacht. Ich wollte schon einen Schritt früher schießen. Und so war der Torhüter dann einen Tick zu nah an ihm dran. Den Abschluss muss ich wieder nehmen. Es kommt zumindest eine Ecke raus. Die kommt nicht so verkehrt. Kugel ist trotzdem erstmal weg. Und Hannover darf angreifen. Kovacevic steht aber gut. Trägt die Kugel mal wieder schnell nach vorne. Rechts draußen ist Platz. Also ihr merkt, die geben uns schon hier und da mal Räume. Jetzt Kretzig, schwacher rechter Fuß. Der wäre wahrscheinlich sowieso nicht rein. Wird natürlich aber auch wieder geblockt. Jetzt aufgepasst. Jonen mit einer Parade. Den muss er aber auch haben. Wie geht er jetzt da bitte durch? Und jetzt ist halt auch schon wieder Halbzeit. Das gibt es nicht, Mann. Wieder kein Tor. Ich denke jetzt mittlerweile aber auch einfach viel zu viel nach. Ich muss den Kopf ausschalten und einfach wieder normal FIFA zocken. Dann fällt hier schon irgendwann wieder einer rein. Das war doch bis jetzt auch nie das Problem in der Karriere, dass wir keine Tore geschossen haben. Aber wir sind hier mal wieder auf der Suche nach der Lücke. Werden wir sie finden? Ja, so ganz bestimmt nicht. Aber so möglicherweise ein Dribbling in den 16er rein! Vamos, das 1:0 und es ist ausgerechnet Knusen, den ich einfach mal aufgestellt habe, weil er da Bock drauf hatte, weil er gut verteidigen kann. Aber was macht er? Er geht komplett durch. In guter alter Niki Beloco-Manier. Solche Aktionen hat man sonst nur von unserem Ex-Kapitän gesehen. Von dem man auch krass merkt, dass er fehlt auf alle Fälle. Weil der hätte da noch einen Meter Abstand oder so gehabt. Da hätte ich den ganz entspannt reinschießen können. So war das eine mega knappe Situation. Aber so haben wir es. Das ganz, ganz wichtige Tor. Und jetzt gibt es 2 Auswechslungen. Ich habe 2 Innenverteidiger gebracht. Ich weiß, es ist untypisch, machen wir in dieser Karriere aber ganz, ganz oft. Einfach, weil die so große Fitnessprobleme jedes Mal haben. Was aber natürlich auch viel mit unserem Spielsystem zusammenhängt. Jetzt haben wir da wieder fitte Leute und Mai zeigt diese Fitness direkt, läuft den Ball schön ab.
Und so können wir jetzt schon deutlich entspannter uns nach vorne kombinieren. Jetzt ist es auch nicht mehr so schlimm, wenn die Suche nach der Lücke ein bisschen länger dauert. Am Ende von diesem Angriff stand halt jetzt Gomez im Abseits und deshalb hat Hannover den Ball, aber sie kommen nicht vorbei an Mai. Der fängt hier einen Angriff nach dem anderen ab. Keketop, beinahe ist er da durch, aber jetzt muss der Schiri hier Schluss machen und genau das tut er. Was für wichtige 3 Punkte sind das denn bitte? Irgendwie dieses eine Tor da rausgekämpft, muss man sagen, vom Knusen, der der ganz klare Man of the Match ist. Und deshalb wird er auch im finalen Saisonspiel gegen den Jahn auf alle Fälle auflaufen. Die sind stabiler Sechster. Das ist krass. Und wir sind Zweiter und damit... Nee, warte mal. Wir sind noch nicht endgültig aufgestiegen. Das hängt jetzt davon ab, wie Heidenheim spielt. Die treffen am 6. Mai auf Braunschweig. Wenn sie dann nicht gewinnen sollten, dann sind wir aufgestiegen. Ich hoffe aber natürlich auch, dass Kiel verliert, damit wir am letzten Spieltag noch irgendwie Meister werden können in der zweiten Liga. Das wäre schon auch der absolute Hammer. Also schnell noch ein paar Tage weiter simulieren und jetzt die Tabelle abchecken. Kiel ist einen Punkt vor uns, okay. Und Heidenheim hat leider gewonnen. Das heißt, hier ist noch rein gar nichts entschieden. Da seht ihr es, 1:0 Heidenheim gegen Braunschweig. Aber das heißt, ein Punkt würde uns auf alle Fälle reichen. Dann sind wir durch. Gleichzeitig wollen wir natürlich noch Erster werden, Kiel überholen. Dafür brauchen wir auf alle Fälle einen Sieg. Also ihr merkt, es gibt extrem viele Konstellationen für diesen letzten Spieltag. Schlussendlich heißt es für uns einfach nur gewinnen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen gegen einen sehr starken Jahn, der sich hier echt geisterkrank gut entwickelt hat. Rechts in den News stand gerade irgendwas von Top braucht ein Tor. Ah, für den geht es auch noch um den Platz an der Spitze in der Torjägerliste. Da ist aktuell Maschino auf der 1. Unser Zweitbester ist Jura Juric mit immerhin 10 Treffern. Der ist übrigens auch Erster bei den besten Vorlagengebern. Der Presse muss ich natürlich noch ein paar Fragen beantworten. Bei so einem wichtigen Spiel, die Fans spekulieren auf Social Media über das Duell zwischen Matthias Deritis und Ole Pohlmann. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob das so mega wichtig ist. Die Diskussion überlasse ich den Fans. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe. Dann kann Jura Juric ihre Erwartungen erfüllen und sich an diese Spielweise anpassen. Juric kann wirklich alles. Da mache ich mir gar keine Sorgen. Der ist wirklich so überragend mittlerweile geworden. Und das gleiche gilt auch für Utkus. Dadurch haben wir jetzt die Moral nochmal ordentlich gepusht auf sehr glücklich, was ja auch nochmal helfen kann gegen den Jahn. Und da werde ich jetzt zumindest mal die erste Hälfte normal simulieren. Ich weiß, das kann nach hinten losgehen, vor allem mit Sandra in der Startelf, weil eigentlich soll natürlich Knusen spielen. Da war ich jetzt ein bisschen voreilig. Ich dachte, der ist schon drin, aber gut, dann kommt er halt zur Halbzeit rein, wenn dann höchstwahrscheinlich auch ich übernehme, wobei das auch so ein bisschen vom Spielverlauf abhängt. Wenn wir dann schon 5:0 führen, dann ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber damit ist jetzt eher weniger zu rechnen, vor allem weil unser Gegner ja auch nicht so verkehrt ist. Aber zumindest mal der erste Schritt ist getan. Und von wem sonst soll der bitte kommen als von Jura Juric? Mr. Bean höchstpersönlich besorgt den Führungstreffer. Also spätestens seitdem der seine eigene Torhymne hat, geht der nochmal krasser ab. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir vor der Pause auch noch einen zweiten Treffer hinbekommen würden. Das gelingt uns leider nicht. Das heißt, ich werfe jetzt Knusen rein und mich selbst natürlich. Die zweite Halbzeit ist Chefsache. Aber das könnte hier direkt sowas von nach hinten losgehen. Gut, den muss Jonen haben. So, und jetzt Gomez. Jetzt Gomez auf Juric. Juric zu Kovacevic. Nochmal Gomez. Vielleicht mal eine Flanke. Ich check halt nicht, warum ich da nicht Keketop angewählt bekomme. Aber die Führung hängt hier wirklich am seidenen Faden. Wenn der Janis auch nur einmal gut spielt. Ey, warum komme ich denn da nicht an die Kugel ran? Der schirmt mich an wie der beste Abschirmer der Welt. Am Ende kommt da nur ein Einwurf raus für den Jan. Also bringt uns wenig. Wenn wir da halt den Ball erobert hätten, ne? So heißt es erstmal wieder hinterherlaufen. Aber wir drängen sie hinten rein. Sie müssen den Ball rausschlagen. Jetzt wäre es halt wichtig, dass wir das Kopfballduell gewinnen. Let's go. Und damit haben wir den Ball jetzt wieder. Und klar, eigentlich wäre es jetzt eine Option, über außen zu spielen und rein zu flanken. Aber ich sag's euch ehrlich, das wäre ziemlich dumm, weil dann ist der Ball weg. Dann hat der Jan ihn wieder. Dann haben die den auch ziemlich lang und können nach vorne spielen. Oh nee, so haben sie ihn jetzt auch wieder. Aber wir laufen gut nach hinten. Jawohl, kein schneller Gegenschlag. Hinten rumpassen dürfen die ja gerne. Komm, Gomez, oh, wenn er da dazwischen kommt, irgendwie mit seinem Bein. Jetzt bräuchte ich jemanden, zu dem ich den Ball köpfen könnte. Aber nee, klappt nicht. 10 Minuten, noch 10 Minuten für den Aufstieg.
Ich meine, klar, ein Unentschieden reicht auch, das war abseits. Also unsere Chancen stehen wirklich sehr, sehr gut, dass es klappt. Aber ich würde im Optimalfall halt auch noch sehr, sehr gerne Zweitligameister werden. Dafür brauchen wir natürlich eine Niederlage im anderen Stadion. Wir wissen nicht, wie es da steht. Aber wir brauchen vor allem auch einen Sieg von uns. Das könnte schon der letzte Angriff sein. Der letzte Angriff vom Jan. Wir kommen nicht an die Kugel ran. Der macht das richtig gut. Und jetzt Schönfelder. Schönfelder muss aber nach hinten passen. 89. Minute. Nochmal Schönfelder. Ich versuche ihn umzutackeln. Klappt nicht. Und jetzt besser keine Grätsche mehr. Jetzt besser keine Grätsche mehr. Wir kommen da 0,0 hinterher. Das war ja crazy. Da hat er gefühlt 50 Pace mehr als mein Spieler. Und nochmal der Jan. Nochmal der Jan. Nochmal der Jan. Es war abseits. Und deshalb ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen hier und steigen auf in die erste Bundesliga. Nie mehr zweite Liga für Alemannia Aachen. Die Freude ist jetzt nicht so sonderlich groß. Aber das heißt halt vermutlich, es hat nicht für den Meistertitel in der zweiten Liga gereicht. Wie gesagt, das wäre wirklich so der absolute Traum gewesen. Aber den wird es hier wohl nicht geben. Ich lasse trotzdem mal durchlaufen, ob vielleicht noch was kommt. Aber es kommt leider nichts. Und das heißt, man kann davon ausgehen, dass Kiel gewonnen hat. Genau mit 2:1 schlagen sie Darmstadt. Heidenheim hat aber auch gewonnen. Also eine Niederlage hätten wir uns auf keinen Fall erlauben dürfen. Am Ende werden wir Tabellenzweiter und spielen damit nächste Saison endlich erste Liga. Es war ein langer Weg bis hierhin. Und ich habe auch mal geschaut, wo ich so letztes Jahr war zu dem Zeitpunkt in der Karriere. Und da waren wir einfach schon weiter. Da haben wir schon Conference League oder so gespielt. Also wir waren auf alle Fälle schon in der ersten Bundesliga und da auch kein schlechtes Team mehr. Was wild ist, wenn man überlegt, dass dieses Mal die Folgen eigentlich so gut wie immer doppelt so lang sind. Also ich check ehrlich gesagt auch nicht so ganz, wie das geht. Turnierpreis geht 22 Millionen. Oha, also ich hoffe, dass dann auch unser Transferbudget entsprechend aussieht. Utkus ist wichtig für die Mannschaft. Doch heute ist er sogar richtig selbstgefällig. Aber ich denke mal, das lässt über die nächsten Wochen wieder nach. Und das ist auch eh nicht so schlimm, weil das sind ja jetzt eh keine Spiele. Im Urlaub kannst du gerne selbstgefällig sein. Das stört mich ehrlich gesagt nicht großartig. Wir schauen uns jetzt dann natürlich gleich noch die Statistiken an. Rechts drüben hat man schon gesehen, dass Manchester City die Champions League gewonnen hat. Ja, ich lasse einfach den gleichen Trainingsplan bei Batista Meier, weil das passt gut zur Taktik. Hey, nee, du willst mich jetzt verarschen, oder? Der hat einfach automatisch weiter simuliert. Woher soll ich denn jetzt wissen, dass die ganzen Jugendspieler auf einmal weg wollen? Und ist auch so dumm gemacht. Warum lösen die dann nach einer Woche den Vertrag auf? Gib mir noch ein paar mehr Wochen. Ich kann jetzt höchstens mal schauen, wo hier zuletzt gespeichert wurde und einfach mal auf Test speichern und dann wieder hierauf gehen. Wo sind wir jetzt? Ah, noch vor der Nachricht von Utkus. Okay, sehr gut. Und ich finde, das ist jetzt auch kein Cheaten. Ich finde, das ist vollkommen in Ordnung so. Weil es ist ja auch einfach nur idiotisch, dass das Spiel nicht automatisch stoppt bei sowas. Jetzt habe ich halt extra nur bis zum 21. Mai simuliert. Dariusz Wozniak will weg. Das ist ein rechter Mittelfeldspieler mit einer 65. Den will ich auf alle Fälle haben. Dann Nolan Verkammen. Offensiver Mittelfeldspieler aus Belgien. Sehr ähnlich von Gesamtstärke und Potenzial her. Und zu guter Letzt Mitch Simon. Ein niederländischer Stürmer. Und die setze ich jetzt natürlich auch alle direkt auf die Leihliste. Sodass wir die hoffentlich noch vor dem Start der nächsten Saison verleihen können. Und zumindest mal bei Wozniak klappt es auch direkt. Bei Simon sieht es auch gerade gut aus. Aber bevor ich mich da jetzt weiter drum kümmere, ziehen wir uns erstmal schön alle Statistiken rein. Los geht's natürlich mit der Zweitligatabelle. Die haben wir oben schon gesehen. Unten noch nicht so ganz. Paderborn steigt ab, Rostock steigt ab. Nürnberg muss in die Relegation. DFB-Pokalsieger wird Leverkusen. Wir sind ja im Viertelfinale rausgeflogen, sind also relativ weit gekommen. Wie dann die Bundesliga-Relegation. Heidenheim gewinnt die, das heißt, der HSV muss runter. Auf die treffen wir also nicht in der nächsten Saison. Gleichzeitig bleibt Nürnberg in der zweiten Liga. Superpokalsieger wird Real Madrid. Die Champions League holt der FC Arsenal jetzt hier. Also das hat sich geändert. Das ist ja noch viel cooler, dass Arsenal Champions League Sieger ist und nicht Manchester City. Conference League noch Aston Villa. Top-Torjäger in der zweiten Liga wurde jetzt halt nicht Keke Top, weil der nicht getroffen hat im letzten Spiel, sondern eben Maschino, der auch generell wahrscheinlich Spieler der Saison wurde, weil der hat auch richtig, richtig viele Vorlagen. Am häufigsten ohne Gegentor Marcel Jonen. Also der ist schon auch ein starker Keeper. Der performt, ne? Da kann man ihm nichts vorwerfen. Rein so mannschaftsintern hat die meisten Tore natürlich auch Keke Top geschossen. Dann kommt Jura Juric, der insgesamt unser Topscorer ist. Ne, Keke Top und Jura Juric haben
insgesamt gleich viel einfach. Also er ist trotzdem unser Topscorer, aber halt nicht alleine. Die erste Liga würde ich mir schon auch gerne noch anschauen, weil da spielen wir jetzt dann mit. Bayern wurde mit großem Abstand deutscher Meister. Bochum steigt ab und Hertha steigt ab. Ich finde es gut, dass die Hertha absteigt, weil die war bis jetzt absoluter Angstgegner für mich in der Karriere. Von denen wurden wir eigentlich immer auseinandergenommen. Und jetzt können wir mal noch den News-Bereich so ein bisschen durchschauen, ob da irgendwas steht von bester Spieler der zweiten Bundesliga oder so. Jonen von Aachen wurde Top-Torhüter der zweiten Bundesliga, das ist schon mal nice. Hier ist dann das Team of the Season mit Jonen, Utkus, Olinho, Top und Juric. Sehr cool auch, dass Olinho drin ist. Ah, und Spieler des Turniers wurde aber Kiels Traoré. Wer ist dieser Traoré? Den müssen wir uns natürlich mal anschauen. Das ist der Kollege hier, ein Stürmer. Und seine Werte sehen schon sehr, sehr krass aus. Marktwert 11,5 Millionen. Ich meine, vielleicht ist es ja sogar einer für uns. Wobei der natürlich jetzt mit Kiel auch aufgestiegen ist. Von daher hat er jetzt keinen ultimativen Grund, direkt zu uns zu wechseln. Alle neu zu den Profis beförderten Talente wurden erfolgreich ausgeliehen. Bevor wir jetzt aber endgültig diese Saison beenden, die nächste starten, wollte ich euch noch eine Frage stellen, aber das geht jetzt schon gar nicht mehr. Na gut, können wir auch in der nächsten Saison machen. Ja, und ihr wisst, was die nächste Saison ist. Es ist eine ganz, ganz besondere. Denn wir spielen mit Alemannia Aachen jetzt endlich erste Liga. Und rein von den Gesamtstärken her traue ich das der Truppe auch schon einigermaßen zu. Wo ich halt direkt das größte Verbesserungspotenzial sehe, ist ein linker Innenverteidiger. Wie so oft, wir müssen einen IV kaufen. Dann ist natürlich direkt die Frage, wen geben wir dafür ab? Aber jetzt erstmal ziehen wir uns schön die Vorstandsziele rein. Und zwar wollen wir das DFB-Pokal-Achtelfinale und einen Mittelfeldplatz in der Bundesliga belegen. Und das zeigt auch schon direkt wieder, wie gut unsere Truppe da eigentlich so ist. Boah, passe deinen Club an. Stimmt, das war ja so eine richtig geile Idee, die ich eigentlich hatte. Und zwar müssen wir den Verein ja nicht nur, was den Kader angeht, ready für die erste Liga machen, sondern auch das Stadion muss passen. Und deshalb bauen wir das jetzt aus. Aktuell passen 25 Leute knapp in den Tivoli rein und wir upgraden das jetzt auf ein Stadion, was natürlich auch vom Look her ganz gut passt. Ich finde die Ivy Lane zum Beispiel eigentlich ganz gut. Stadio Classico ist auch nicht verkehrt, aber Ivy Lane ist eigentlich nicer. Oder halt das gute alte Waldstadion. Ja, komm, wir upgraden, wenn dann gleich richtig auf das Waldstadion. Der Name bleibt aber gleich. Jetzt ändert sich der Hintergrund. Die Farbe bleibt auch gleich. Es ist ja im Endeffekt immer noch das gleiche Stadion, nur jetzt größer und besser. Mit schönen VIP-Logen jetzt auch neu dabei. Die sieht man da rechts oben. Und so nehmen wir dann hoffentlich auch nochmal mehr Geld ein. Ach, und apropos Geld, sagen wir uns ja auch noch gar nicht angeschaut. Unser Transferbudget liegt bei 33 Millionen. Okay, damit können wir uns einen heftigen Innenverteidiger leisten. Ach, und Jansen ist ja jetzt auch noch hier. Aber der hat ehrlich gesagt noch kein Erstliganiveau. Also der muss ausgeliehen werden. Es muss aber auch sein Vertrag verlängert werden, weil sonst können wir ihn gar nicht ausleihen. 16.000 mit Freigabesumme. Von wem läuft sonst noch der Vertrag aus? Heilix. Blechle, sage ich einfach mal wieder. Um das andere Wort zu vermeiden, damit die Monetarisierung hier nicht kaputt geht. Aber ich muss ja richtig viele Verträge verlängern. Bis auf den von Lars Lukas May, würde ich fast sagen. Weil ich glaube, das ist der Innenverteidiger, den ich abgeben werde. Klar, man könnte auch Chase verkaufen, weil der schlechteste ist. Aber ist halt auch nur Innenverteidiger Nummer 6. Und May spielt halt kaum. Also wirklich, seitdem der gekommen ist, der hat sich irgendwann verletzt. Und dann war er komplett raus einfach. Deshalb ist der jetzt auf der Transferliste. Und sein Vertrag soll auch nicht verlängert werden. Die ganzen anderen Spieler haben jetzt aber ein neues Arbeitspapier bekommen, auch teilweise mit Freigabesumme, also es könnte schon eklig werden, was so die nächsten Wochen angeht. Das könnte schon passieren, dass uns da der ein oder andere weggekauft wird. Sowas geht dann aber natürlich nicht. Die Freigabesumme von Hus ist einfach unter seinem Marktwert, also bekommt der ein Vertragsupgrade dann sogar ohne Freigabesumme. Ja, und dann gibt es noch den Fall Mo El Hankouri. Bei dem ist das Komische, ich kann seinen Vertrag nicht verlängern. Da steht, du hast mit diesem Spieler vor kurzem einen neuen Vertrag ausgehandelt, obwohl ich das gar nicht habe. Also es könnte passieren, dass es seine letzte Saison hier ist. Wäre aber auch nicht schlimm. Der ist mittlerweile 32 Jahre alt und wir haben Lombert in der Hinterhand, der jetzt aber erstmal wieder ausgeliehen werden soll. Das gleiche gilt dann übrigens auch für viele weitere Spieler. Und auf der Transferliste ist noch Kerim Calhanoglu gelandet, denn der wird ab sofort ersetzt von Dylan Moreux. Der ist zurückgekehrt von der Laie, zeigt großes Potenzial, ist 19 Jahre alt, finde ich, ist ein perfektes Backup jetzt für Kretzig. Ist die deutlich offensivere Variante auch, wenn man sich so die Stats anschaut. Ich trainiere natürlich jetzt auch seine Defensive, aber da
kommt schon sehr über sein Dribbling. Ah, und ich wollte euch ja die ganze Zeit noch was fragen. Was zur Hölle heißt dieses Verfügbare da rechts bei dem Spieler? Hier verfügbare 7, Harder hat auch 7, Ramirez hat 4, Duranville hat 8. Was zur Hölle hat das zu bedeuten? Ich check das nicht. So, aber ich gehe jetzt auf alle Fälle noch direkt auf einen neuen Innenverteidiger, wenn da denn was Brauchbares dabei ist. Wir suchen wohlgemerkt mal wieder einen Linksfuß. Vielleicht wird's ja jetzt endlich mal Jarek. Der ist wahrscheinlich der beste und teuerste, den wir hier haben. Ari im B ist halt... Boah, der war eigentlich noch besser, aber der ist gerade jetzt woanders hingewechselt. Ich weiß jetzt nicht, wo er hingeht, aber er hat schon einen Vorvertrag bei einem anderen Verein unterschrieben. Dann haben wir noch so, Amenda ist Rechtsfuß, Huizen auch, Palacio auch. Ja komm, wir haben ihn ja auch schon ewig lange auf der Liste. Wir holen uns jetzt Jarek vom SC Freiburg. Aber natürlich nicht über seine Freigabesumme, weil ich denke, dass wir ihn so schon noch deutlich günstiger bekommen können. Ich biete mal 16 Millionen. Also eindeutig unter Marktwert. Oha. Weiterverkaufsgebühr 1%. Die wollen 2%. Ich möchte 1%. Und da haben wir es. Die einfachsten Verhandlungen meines Lebens, die wollt ihn ja gar nicht wirklich haben. Und bei uns passt der halt perfekt rein. So schön linker Innenverteidiger, noch einigermaßen jung mit 24 Jahren. Wir melden uns auch jedes Jahr bei dem und sagen ihm, hey, wir wollen dich haben. Er sagt immer so, hey, nee, ich spiele erste Liga, was will ich bei euch? Aber jetzt melden wir uns wieder und jetzt weiß er halt auch, wir sind auch in der ersten Liga. Und deshalb kommt Jarek jetzt endlich zu uns. Wechselt vom SC Freiburg zu Alemannia Aachen, bekommt bei uns 25.000 Euro die Woche. Was finde ich ja noch voll vertretbar ist. Und so schnell bekommst du einen neuen Spieler. Nicht lange gezögert, einfach direkt eingekauft. Die Begrüßung zeigt jetzt aber eigentlich nicht so, was er für einen Stellenwert hat bei uns. Denn der ist ab sofort mit Kruse zusammen natürlich der beste Innenverteidiger. Und das heißt, unser Abwehrchef Utkus ist tatsächlich der schlechteste IV gerade. Und trotzdem habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor, den zu ersetzen. Dafür war die letzte Saison einfach zu wichtig für die Mannschaft. Aber mal ehrlich, wo seht ihr jetzt noch Schwachstellen in dem Kader? Jetzt abgesehen von der Torhüter-Position. Wie gesagt, das ist die letzte Position, auf der ich upgraden möchte. Auch Utkus tausche ich ungern aus, außer ihr sagt jetzt natürlich, der muss unbedingt weg, da muss jemand anderes hin. Aber was könnten wir sonst noch tun? Neuer linker Mittelfeldspieler schon wieder? Dann könnte ich halt Moreau ausleihen. Also das wäre schon auch eine Idee. Tom Rothe ist halt zu teuer. Ich glaube nicht, dass wir uns den leisten können. Duranville passt halt nicht in unser Spielsystem. Der hier auch nicht. Ja, wenn ihr einen neuen linken Mittelfeldspieler sehen wollt, dann schreibt mir Spieler dafür in die Kommentare rein. Aber schreibt natürlich auch in die Kommentare rein, wenn ihr noch irgendwas anderes tun würdet, transfertechnisch. Ich meine, wir haben jetzt noch 8 Millionen übrig. Man darf aber nicht vergessen, wir verkaufen noch Mai und Çalhanoğlu. Die bringen 3,5 und 3,3 Millionen ein. Dann stehen wir am Ende schon wieder bei mindestens 15 jetzt so, würde ich schätzen, auch mit den Laien noch. Wobei ich auch vielleicht noch weitere Kohle ausgeben möchte für einen neuen Mitarbeiter, wenn das denn möglich ist. Let's go! Wir können einen weiteren einstellen, es gibt aber keinen guten für den Angriff. Und generell die besten Trainer, die ich einstellen können, haben maximal 4 Sterne. Aber gut, dann machen wir das halt erst später in der Saison, da werden schon irgendwann wieder bessere Trainer auftauchen. Weil wenn wir schon mal die Chance haben, da einen zu holen, dann muss das eigentlich auch einer mit 5 Sternen sein. Ich hoffe, so viele Daumen erreichen wir auch auf das Video. 5 wäre schon ultra krass. Danke für euren Support und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Bernie. Und ich freue mich jetzt schon richtig auf die nächste Saison, weil so viel Geld, erste Liga, Kader umbauen, das ist halt immer nice. Wobei ich den gleichzeitig jetzt natürlich auch nicht komplett umbauen möchte. 2 neue Spieler vielleicht noch. Und dann passt das. Hier ist übrigens mein letztes Video und noch ein weiteres Video verlinkt. Und zur Not könnt ihr auch noch in die Infokarte reinklicken. Da verlinke ich euch auch immer richtig viele coole Videos.